In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus: Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Liebe Gottesdienstgemeinschaft, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, dann wird er mit den Engeln begleitet von Ost und West kommen, und es werden sich alle Völker versammeln, und er wird die Schafe von den Wölfen trennen. Das sind Worte der Heiligen Schrift über das Weltgericht. Die fallen mir ein, wenn ich hier lese: Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Zunächst einmal ist der Retter zu uns gekommen, und in den Weihnachtsliedern begrüßen wir nicht den Richter. Aber im Laufe unseres Lebens, mit all den guten und schlechten Erfahrungen, den Überraschungen und Enttäuschungen, können wir uns damit trösten, dass das, was uns zugestoßen ist, was uns an schlechten Worten gesagt worden ist, was uns unterschoben worden ist, nicht das letzte Wort ist, sondern dass das letzte Wort erst Gott beim Weltgericht sprechen wird. Noch einmal gekommen ist er um der Rettung willen. Natürlich hat er sich auch seine Urteile zusammen entsprechend formuliert. Er hat schon auch Richterworte gesprochen, aber das letzte Wort wird beim Weltgericht gesprochen. Das ist ein Trost für uns alle, die wir berechtigterweise uns über das Unrecht, das uns zugefügt wird und wurde, beklagen und die uralte Frage zu beantworten haben: Warum müssen in dieser Welt Unschuldige leiden? Darauf hat noch niemand eine voll befriedigende Antwort gefunden. Ich habe es auch versucht schriftlich und habe dann hinzugefügt: Ich werde es noch erfahren. Jetzt ist es mir verschlossen. Es gibt eine Antwort, die ich erwarte, wenn ich heimkomme, hoffentlich nicht ins Fegefeuer oder gar die Hölle. Wir feiern das Fest der Kreuzerhöhung. Das Kreuz
ist der Weg zum Heil, indem wir unser Kreuz mutig tragen, soweit wir es können, indem wir anderen nicht unnötige Kreuze aufladen, sondern mithelfen, sie zu tragen, indem wir auf den blicken, der uns vorausgegangen ist als Kreuzträger, der nicht am Kreuz geblieben ist, sondern auferstanden ist, erhöht ist. Und das ist wohl der tiefere Sinn dieses Festes der Kreuzerhöhung. Wir werden erhöht, wir Kreuzträger, in jenem Reich, das Gott denen bereitet hat, die ihn wahrhaftig lieben. Amen.